Ja, Freunde, ich wünsche euch ein frohes neues Jahr 2023. Ja, das wird jetzt hier so ein bisschen Jahreseinführung. Ich habe gerade ein bisschen Zeit. Ich habe eine Menge Zeit und da habe ich mir gedacht, gut, ein paar Worte zum Anfang des Jahres. Ja, es werden viele coole Videos kommen. Demnächst werde ich auch meine Angelscheine, weil also heute ist der 2.1. Am 4. Werde ich meine Angelscheine holen. Und ja, dann werde ich auf jeden Fall erstmal, da ja bei uns in Berlin jetzt Schonzeit ist für Hecht und damit aber auch Kunstköderverbot ist, also auch für Barsch und Zander, werde ich jetzt öfter mit Pose und Wurm oder auf Grund angeln, weil das ist erlaubt. Und hoffe da ein paar schöne Fische zu fangen. Bis zum 1. Mai, dann geht Raubfisch wieder los, dann geht es wieder mit dem Spinnfischen für mich los. Ja, ich hoffe, ihr hattet einen schönen Start in dieses Jahr. Ich hoffe, ihr werdet dicke Fische fangen. Vielleicht sieht man mich, sieht man sich ja auch mal auf der Angelmesse dieses Jahr, falls sie stattfindet. Man weiß ja nicht, wie das jetzt alles so verläuft, ne? Ja, also vielleicht sieht man sich ja. Das wäre natürlich ganz cool. Schreibt mich auch gerne an. Unten ist eine E-Mail, falls ihr mal ein Video mit mir machen wollt. Wie gesagt, ich bin immer bereit für Kooperation. Ja. Gibt es noch irgendwas zu sagen? Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie euer Silvester war. Bei uns war es recht ruhig und ich hoffe, ach ja, folgt mal auf Instagram natürlich, ist auch unten, AnglerTV287. Lasst gerne ein Abo da. Wie gesagt, ist jetzt nur ein kurzes Video. Demnächst kommt jetzt auch wieder ein Video. Es kommt das Fazit zu den beiden Kalendern. Ein bisschen spät, ich weiß, aber besser spät als nie. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis dahin, euer Angler TV.